Fragen über Fragen. Und die Lage spitzt sich zu. Kommt Deutschland bei der Toll-Collect-Maut zum zweiten Mal unter die Räder? Entscheidungen müssen her. Aber wie? Auf welcher Grundlage? Der Vertrag mit Toll-Collect ist geheim, das Schiedsgerichtsverfahren ist geheim und auch über die Frage, wie es nach 2015 weitergehen soll, wird nur hinter verschlossenen Türen verhandelt. Eine Kontrolle durch die gewählten Volksvertreter im Parlament ist bei der milliardenschweren Lkw-Maut in Deutschland offenbar unerwünscht. Als Parlamentarier ärgert einen das irre, wenn man sich anschaut, was durch diese Geheimhaltung immer wieder an Schaden für die öffentliche Hand angerichtet wird. Und dann heißt es immer, nein, nein, wir müssen das ja alles intransparent und geheim halten, weil sonst würde die private Seite zu viel erfahren von der Verhandlungsstrategie des Bundes, wenn das im Parlament öffentlich werden würde, wie das Ganze läuft. Aber der umgekehrt wird genau ein Schuh draus. Die verhandeln irgendwas, lassen sich über den Tisch ziehen, wollen das Ganze dann de facto unter der Decke halten, können es auch relativ lang unter der Decke halten, weil sie vor den Parlamentariern alles mit dem Argument des Betriebsgeheimnisses abschotten können. Wir wollen wissen, wem nutzt eigentlich diese Geheimniskrämerei? Bei der Suche nach einer Antwort stoßen wir auf ein besonderes Geschäftsmodell. Dabei soll es um die Entlastung der Staatskasse gehen, indem private Unternehmen die Aufgaben des Staates ganz oder teilweise übernehmen. Public-Private Partnership, kurz PPP, ist der Name für diesen scheinbar genialen Trick. Der Journalist und Buchautor Werner Rügemer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit PPP-Geschäften. Den Deal rund um die deutsche Lkw-Maut hat er besonders aufmerksam beobachtet, denn Toll-Collect ist das erste PPP-Großprojekt in Deutschland. Eine Premiere sozusagen. Und ein Fehler, findet Rügemer. Denn für den Staat ist PPP ein schlechtes Geschäft. Bei Toll-Collect ist etwas passiert, was wir bei vielen solcher Projekte inzwischen erfahren müssen, nämlich, dass der Staat sich in diesen Geheimverträgen so als der schwächere Partner hineinmanövriert hat, dass die Investoren sich praktisch alles leisten können, bei Toll-Collect etwa, dass sie eben ihre versprochene, vertraglich vereinbarte Leistung nicht bringen und dafür auch überhaupt keine Haftung übernehmen. PPP macht aus Vater Staat ein williges Opfer. Und niemand ist da, der dagegen protestiert. Die Investoren können sich das leisten, auch weil der Staat selber sich so defensiv verhält. Der Staat hätte ja sagen können, also jetzt haben wir jahrelang mit diesem Schiedsgericht herum operiert und das hat zu keinem Ergebnis geführt. Jetzt gehen wir mal vor ein ordentliches Gericht, hätte der Staat sagen können. Oder die Regierung hätte auch die Öffentlichkeit sehr viel besser informieren können, um da die Notwendigkeit in der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es hier um Milliarden im Staatshaushalt an Steuergeldern geht. Auch das hätte wahrscheinlich einiges gebracht. Aber die Regierung hat darauf in ihrer herangewachsenen Komplizenschaft verzichtet. Liegt vielleicht auch daran, dass die SPD und die Grünen am Anfang beteiligt waren, als der Vertrag mit Collect geschlossen wurde, dass dann sozusagen eine große Koalition da war, wo die Leute auch sich gegenseitig nicht auf die Füße treten wollten und jetzt ein CSU-Minister da ist, der sagt, ich habe das ja nicht angerührt, aber auch nicht beschädigt werden soll. Also eine ziemlich unangenehme Situation bei den Beträgen, um die es hier geht. Weil alle Parteien beteiligt waren am PPP-Geschäft mit Toll-Collect, hat auch keine jemals dagegen protestiert. Wechselweise an der Regierung haben sich alle mit den kostspieligen Ungereimtheiten bei der deutschen Lkw-Maut arrangiert. Zur Ohnmacht des Parlaments kommt so auch noch das taktische Desinteresse.
Angefangen hatte alles in England. Hier wurde die öffentlich-private Partnerschaft, das PPP-Modell, geboren. Peer Steinbrück, 2001 noch NRW-Finanzminister, zeigt sich von der Idee begeistert. Mehr Markt, mehr Wettbewerb. Was Steinbrück in England sieht und hört, will er auch bald in Deutschland einführen. Der Staat als lohnenswertes Objekt für Investoren. Geld aus privater Hand für öffentliche Aufgaben. Zurück in Nordrhein-Westfalen gründet er bald die erste PPP-Taskforce in Deutschland. Auch ein Jahr später als Ministerpräsident hält Steinbrück an der Idee fest. Seine Devise: Der Staat soll sich raushalten. Ich glaube, dass der Staat zunehmend in eine Dienstleisterfunktion geraten muss. Er muss Informationen sammeln, er muss moderieren, er muss Menschen zusammenführen, er muss verschiedene gesellschaftliche Gruppen, Verbände, Gewerkschaften zusammenführen. Vor allem muss er Investoren locken, die Profit mit öffentlichen Projekten machen wollen. Peer Steinbrück stellt Kontakte her, lotet Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus und bedient sich dabei zunehmend auch externer Berater. Besonders die Großkanzlei Freshfields wird für Peer Steinbrück zum ständigen Ansprechpartner. Zahllose PPP-Projekte in Nordrhein-Westfalen werden in der Folge von Freshfields vorbereitet. Zur gleichen Zeit erhält die Kanzlei einen Großauftrag der rot-grünen Bundesregierung. Freshfields soll den Vertrag mit Toll Collect ausarbeiten. Am Ende wird er 17.000 Seiten stark werden. Wenn man solche privaten Großkanzleien als Berater hinzuzieht, dann weiß man, sie stehen auf der Seite der privaten Investoren. Aber das galt ja damals sozusagen als ein Vorteil. Die Bundesregierung, der Verkehrsminister, die haben ja damals von vornherein gesagt, solche neuen Verfahren wie Public-Private Partnership, das können ja unsere ganzen Ministerialräte und so weiter, das beherrschen die ja gar nicht. Wir lassen uns von denen beraten, die sich da wirklich auskennen, die dieses Konstrukt, dieses Finanzprodukt Public-Private Partnership damals in London mitentwickelt haben. Die Politiker glaubten, die Privaten machen einfach alles besser und billiger. Ein Trugschluss. Aber daran halten die Beteiligten auf Teufel komm raus fest, weil sie ihre Fehler, die inzwischen gescheiterten Projekte, nicht eingestehen wollen. 2015 könnte der Spuk vorbei sein. Der PPP-Vertrag mit Toll Collect läuft aus. Doch die Geheimniskrämerei geht weiter. Keine Informationen für den Verkehrsausschuss. Zwischen Bundesverkehrsminister Ramsauer und Anton Hofreiter herrscht eisiges Schweigen. Die Parlamentarier sind so blockiert. Alle Optionen auf einen Neuanfang werden ihnen vom Tisch gewischt. Ja, das ist total skandalös. Sie müssen sich vorstellen, die wussten seit langem, dass 2015 das ausläuft. Sie wussten auch, dass sie ausschreiben müssen, um nicht wieder Toll Collect ausgeliefert zu sein, oder als Alternative die Call-Option juristisch absichern. Beides haben sie nicht getan. Und was ist jetzt? Jetzt bleibt ihnen nur wieder übrig, mit Telekom und Daimler, die sie schon mal komplett über den Tisch gezogen haben, zu verhandeln. Und was da rauskommt, kann man sich vorstellen, nämlich die Gelder für die Betreiber werden noch höher und ein noch geringerer Teil der Lkw-Maut-Einnahmen bleiben für den Bund übrig. Uns werden geheime Unterlagen aus dem Verkehrsministerium zugespielt, die belegen, dass sich die Mitarbeiter des Hauses des Ernstes der Lage durchaus bewusst sind. Schon Ende Oktober 2012 verfassen sie ein alarmierendes Schreiben an Minister Ramsauer. Darin betonen sie eindringlich, dass die Erhebung der Lkw-Maut auch über den August 2015 hinaus unter allen Umständen sichergestellt werden müsse. Für eine komplette Neuausschreibung des Systems ist es ihrer Ansicht nach allerdings schon zu spät. Der ursprüngliche Zeitplan, schreiben sie, ist nicht umsetzbar. Sie empfehlen die Ausübung der Call-Option, bei der der Bund das Toll-Collect-System übernimmt.
Positiv wird vermerkt, diese Lösung verursache keine Haushaltsbelastungen. Allerdings rechnen die Verfasser hier mit Gegenwehr durch Daimler und Telekom. Die Gesellschafter der Toll Collect GmbH werden voraussichtlich alles versuchen, gerichtlich die Ausübung der Call-Option durch den Bund zu behindern. Die Verlängerung des Vertrages mit Toll Collect als letzte denkbare Variante setze eine vertragliche Einigung voraus, bei der mit deutlich erhöhten Haushaltsbelastungen zu rechnen sei. Die Warnung vor einer Vertragsverlängerung mit Toll Collect ist unüberhörbar. Wenn die Bedingungen, zu denen der Vertrag verlängert wird, Toll Collect nicht passen, dann schließen sie den Vertrag nicht ab. Und dann? Ja, dann muss die Bundesregierung oder das Verkehrsministerium auf die Forderung von Toll Collect eingehen. Da haben wir wieder sozusagen einen Nachteil. Wieso Nachteil? Das hört sich an, als wären sie erpressbar. Ja, das ist es auch. Ist doch klar, wenn eine andere Option als eine Vertragsverlängerung mit Toll Collect nicht ansteht, gar nicht realisierbar ist. Eine Ausschreibung zum Beispiel wäre ja eine Möglichkeit. Aber die hätte man schon vor 1,5-2 Jahren beginnen müssen. Deshalb empfehlen die Mitarbeiter des Verkehrsministeriums die Ausübung der Call-Option. Das Bundesamt für Güterverkehr würde in diesem Fall die Mauterhebung von Toll Collect übernehmen. Schwierige Vertragsverhandlungen wären damit erledigt. Doch auch mit der Call-Option gibt es offenbar ein verhängnisvolles Problem. Also nach allem, was ich bis jetzt rausgefunden habe, gibt es Streit darüber, so absurd das klingt, ob sie wirklich alle Lizenzen bei Toll Collect liegen, denn man übernimmt ja mit der Call-Option Toll Collect, oder ob nicht ein Teil der Lizenzen, der Software-Lizenzen, die sehr bedeutsam sind für das Funktionieren des Systems, nicht immer noch bei Telekom liegen. Und das ist fürs Parlament sehr schwer nachvollziehen, weil ja alles Betriebsgeheimnis wie immer ist. Kurz vor Weihnachten 2012 kursiert im Ministerium erneut ein internes Schreiben, das sich auf ein inoffizielles Treffen mit Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer am 12. Dezember bezieht. Offenbar hat der Minister dort verfügt, dass die Ausübung der Call-Option gegenwärtig nicht durchgeführt werden soll. Anstelle dessen sollen Verhandlungen mit Toll Collect aufgenommen werden, um den Betreibervertrag um 3 Jahre zu verlängern. Erneut wird in dem Schreiben gewarnt, dass mit Sicherheit davon auszugehen sei, dass Toll Collect wirtschaftliche Zugeständnisse vom Bund für eine Vertragsverlängerung verlangen werde. Warum bevorzugt der Verkehrsminister die offenkundig schlechteste Variante, die Vertragsverlängerung mit Toll Collect? Was soll dann aus dem Schiedsgerichtsverfahren und den Schadenersatzforderungen in Höhe von 7 Milliarden Euro werden? Welche Bedingungen werden Daimler und Telekom stellen, um den Vertrag zu verlängern? Auf der Suche nach Antworten bitten wir um ein Interview im Verkehrsministerium. Auch bei Daimler und Telekom stellen wir Interviewanfragen. Die Ablehnungen kommen schnell. Keine Interviews möglich. Das Verkehrsministerium erläutert uns schriftlich seine Haltung und erklärt, ganz im Gegensatz zum internen Ministerentscheid, alle Optionen stehen nach wie vor zur Verfügung. Auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Anton Hofreiter, hatte auf seine Anfragen die gleichen unverbindlichen Antworten aus dem Ministerium erhalten.